kauft Beuren nach Landshut, um die Cannibals zum Titelduell in der Oberliga herauszufordern. Doch zuerst nahmen die Cracks für die Nationalhymne Haltung an. Beide Mannschaften sind bereits in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Somit geht es bei dieser Best-of-Three-Serie nur um Prestige. Doch auch das kann Anreiz genug sein. Punkt 19.33 Uhr, Bulli und die Teams legten los. Der EV Landshut ließ es langsam angehen. Doch auch mit einer ruhigen Gangart kann man den Gegner unter Druck setzen. Das bewies Kamil Tupal mit der ersten großen Chance. Man sah den Jokern die Strapazen der letzten Wochen an. Sie kamen nicht ins Spiel und wirkten müde. Sie brauchten alle 10 Spiele, um ins Finale zu kommen. Die Kannibalen hingegen nur 6. Der Aufstieg der Kaufbeurer stand erst am Sonntag fest. Die Landshuter hingegen erholten sich am Wochenende beim Skifahren. Es kam, was kommen musste. In der 5. Spielminute passt Andreas Geipel zu André Kaufmann. Der stürmt vors Tor und schlägt den Puck mit der Rückhand in die Maschen. Da hatte Thomas Zellhuber, der Torwart der Joker, das Nachsehen. Doch im Rückstand liegen wachten die Joker auf. Peter Assanger mit der ersten Chance für Kaufbeuern. In der 9. Spielminute fängt Zitzlav Zareba den Puck ab und will ihn nach vorne passen. Doch Fehlpass, genau zu Ron Newhawk, und der kennt da nichts und gleicht aus zum 1:1. Jedoch der EVL und ganz besonders Markus Hundhammer zeigten sich unbeeindruckt und machten weiter wie bisher. Dann in der 15. Spielminute, Daniel Hilpert gibt den Puck zu Dominik Hammer. Der lässt die Scheibe für Christian Brittig liegen und die Cannibals führten wieder mit 2:1. Trotz Führung, die Kannibalen ruhten sich nicht aus. Hier Thomas Mühlbauer mit einer Drehung und der nächsten Chance. 3 Sekunden vor Ende des ersten Drittels holt sich Tupal die Scheibe, schiebt sie vor zu Christian Brittig, der wiederum zu Markus Hundhommer, und Thomas Zellhuber hat zum erneuten Mal das Nachsehen. Mit 3:1 ging es in die Drittelpause. 22. Spielminute, die Kannibalen in Unterzahl. André Kaufmann holt den Puck, Kamil Tupal kommt mit nach vorne und dann Eigentor von den Jokern. 4:1. Direkt im Anschluss hatten die Joker ihre große Chance. Und die nutzte Ryan Smith und verkürzte den Rückstand auf 4:2. Beide Teams zeigten gutes und faires Eishockey. Das erste Drittel verlief völlig ohne Strafzeiten. Der EVL kam immer wieder zu guten Chancen. Doch passten die Schützlinge von Bernie Engelbrecht einmal nicht auf, kamen die Joker zu gefährlichen Kontern. In der 30. Minute Dusan Halun am Zug. Er fällt auf die Knie, doch kniend passt er zu Kamil Tupal, der zurück, und der Vorsprung vergrößert sich auf 5:2. 3 Minuten später die Kannibalen in Überzahl. Kamil Tupal hält aus der Entfernung drauf, warum auch nicht, denn drin ist das Ding, der Spielstand 6:2. So ging es dann auch ins letzte Drittel. Der EVL kam frisch erholt aus der Kabine, denn die Landshuter Eishockey-Cracks setzten sofort nach dem Bulli-Kaufbeuren weiterhin unter Druck. In der 43. Spielminute waren die Kannibalen wieder an der Reihe. Zitzlav Zareba ist es, der den Vorsprung auf 7:2 ausbaut. Die Assists bekommen Kamil Tupal und Dusan Halun.
und die Schützlinge von Bernie Engelbrecht ließen nicht locker. Doch einmal unvorsichtig und schon sind die Joker hellwach und torgefährlich. Aber der IVL kann ebenfalls kontern. Dominik Hammer mit dem 8:2. Der IVL wechselte den Torwart. Statt Marc Pettke durfte Michael Kolmeder in den Kasten. Und der musste sein Können ebenso unter Beweis stellen. In der 56. Minute der IVL erneut in Unterzahl. Brandon Carper ist es, der den dritten Shorthander in diesem Spiel schießt zum 9:2. In der letzten Spielminute ein Malheur von Michael Kolmeder. Die Joker im Angriff, eigentlich ist die Hartgummischeibe schon nicht mehr gefährlich, doch sie rutscht ihm zwischen den Schonern ins Tor. Der Spielstand 9:3. So hieß auch der Endstand des vermeintlich letzten Heimspiels des IVL in dieser Saison. Am Freitag spielen sie in Kaufbeuern und sollten sie dort ebenfalls gewinnen, ist der IV Landshut Meister in der Oberliga. Wenn nicht, entscheidet es sich am Sonntag in Landshut. Hier noch einmal die schönsten Torszenen. Hier das 4:1, Kamil Tupal und das Eigentor der Joker. Und das 5:2, der wunderbare Alleingang von Dusan Halun.